Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Check hier auf meinem Kanal. Und wir fahren heute entsprechend wieder das neue Kauf-Add-on Gladbeck. Diesmal unterwegs im SB16 von Essen Hauptbahnhof nach Bottrop zum Zopp, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja, und wir fahren dann entsprechend heute mal den Solobus, den C2. Im Essener Verkehrs-AG Repaint, der EFAG. Was zuerst auffällt, leider, ich fahre mich selber oder bin oft mit dem Bus gefahren, hier oben über der Tür, da fehlen leider die Aufkleber bezüglich Ticketbesitzer und so. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass es daran liegt, dass der Bereich da oben nicht repaintbar ist, könnte ich mir so vorstellen. Ich weiß es nicht. Bin ja leider kein Busbauer und auch kein großer Repainter, aber da gehe ich jetzt mal von aus, dass das entsprechend so der Fall ist. Ja, und wir sind, wie gesagt, am Essener Hauptbahnhof. Vom Grundsatz her wieder zu erkennen, auf jeden Fall. Also die Unterführung, muss ich sagen, finde ich wirklich gut gemacht. Was ein bisschen aufstößt, sind halt hier so die Texturen. Zum einen halt von der Größe her der Textur und auch von der Qualität. Ich denke mal, das hätte man sicherlich irgendwie anders oder besser hinkriegen können. Auch hier drüben so ein, ne, so ein Durchgang. Naja, also auch die Straßenführung hier am Essener Hauptbahnhof. Hier hinten sieht man wieder entsprechend eine Backdrop. Wir sind hier mitten in der Essener Innenstadt, das muss man dazu sagen. Wäre schon cool gewesen, wenn das hier irgendwie so ein Kreuzungsobjekt gewesen wäre, damit die Autos nicht so durcheinander durchfahren. Aber okay, wir werden uns jetzt gleich mal auf den Weg machen, auf unserer zweiten Linie. Und schauen einfach mal, was uns diesmal so erwartet. Auch die Essener Haltestellenschilder sehr schön gemacht, muss ich schon sagen. Wäre natürlich cool gewesen, wenn man die Mülleimer vielleicht auch noch so in dem Essener Style irgendwie hätte, ne? Also wie gesagt, diese Unterführung finde ich nicht schlecht gemacht, spiegelt sich auf jeden Fall wieder und man erkennt es. So, dann wollen wir uns mal anmelden. Die 1805. 9. Ja, 6. 9. 1. So, und ich habe mich ja vorher schon schlau gemacht. Wir müssen dann 0, 1, 6, 0, 2 eingeben. Genau. Und zwar vom Essener Hauptbahnhof zum Bottrop-Zopp. So. Habe ich den Motor schon an? Ja, habe ich schon an. Sehr gut. Ein bisschen Druckluft aufbauen. Druckiluft wollte ich hier schon sagen. Unglaublich. Ja, ist halt wie gesagt ein bisschen schade, ne? Da Essen hört dann quasi mitten im Wald auf. Könnte man definitiv anders machen. So. Und dann schauen wir gleich mal, wenn wir an der Starthaltestelle sind. Die müsste eigentlich da vorne sein, da wo die Leute stehen, ne? Wie denn so die Essener Innenstadt oder zumindest der Bereich, den man sieht hier, gestaltet ist. Ah, okay. Gut, das Hotel ist entsprechend nachgebaut und auch gegenüber die Post und die Galeria Kaufhof. Ja, obwohl die Texturen auch hier etwas, ja, von der Größe her unstimmig erscheinen, muss ich sagen. Aber Weihnachtsmarkt haben wir schon. Ist ja auch was, ne? So, Starthaltestelle haben wir erreicht. Moin. So, 14.11 Uhr. Wir haben noch jede Menge Zeit. Das heißt, die Uhrzeit stellen wir mal vor. So, 1:50 Uhr. Hallo. Hallo. Und vielleicht gucken wir einfach nochmal hier auch auf der Seite, wie sich das Ganze so macht. Ja, okay. Ich glaube, hier ist so mittlerweile irgendwie was vorgebaut, aber auch hier die Textur. Ein Taxi steht vor dem Bahnhofseingang in
übernatürlicher Größe. Ja, okay. Der Kaufhof sieht ganz ansehnlich aus, auf jeden Fall. Oh, oder will jemand eine Fahrkarte? Welche denn? Achso, also normal, eigentlich, ne? Eigentlich wollte ich eine Fahrkarte kaufen. Ja, ja. Aber nur eigentlich. Aber nur eigentlich. Dann kriegst du... Ja, genau. Spawn einfach weg, Vogel. Ja, aber hier dieses Essen... Die Einkaufsstadt ist natürlich so das Aushängeschild für die Innenstadt in Essen. Also wenn man aus dem Hauptbahnhof rauskommt, ist das Erste, was man erblickt, das Hotel und die Einkaufsstadt. Essen, die Einkaufsstadt. Ich glaube, das Hotel ist mittlerweile zu... Wenn ich mich nicht täusche, ich war jetzt schon etwas länger nicht mehr in der Innenstadt, aber ich meine, die hätten dicht gemacht. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, lassen wir uns auf jeden Fall überraschen, wie es diesmal läuft. Beim letzten Mal hatten wir ja leider ein paar Abstürze. Wir haben gerade in Gelsenkirchen-Bur am Rathaus hat es da ja leichte Probleme gegeben. Ich habe jetzt bis... Also eigentlich wollte ich ja die Einstellung nochmal ändern. Ich habe es jetzt mal nicht gemacht. Ich habe jetzt einfach meine Standardeinstellung drin gelassen. Und ja, wir schauen einfach mal, wie das funktioniert. Ich denke mal, wenn das bei anderen Karten funktionieren sollte, muss es ja eigentlich auch hier funktionieren. Und man sollte eigentlich dann mit seinen Einstellungen klarkommen. Es wäre schade, wenn es anders wäre. Also die Idee ist natürlich auch cool hier mit dem Weihnachtsmarkt. Aber auch hier die Texturen sehr verschwommen. So, und wir sind schon zu spät, so wie das aussieht. Habe ich wieder zu viel gelabert, ne? So, und los geht's. Diesmal mit dem Solobus. Und dann gucken wir mal... Achso, die... Pfeile machen wir natürlich an, weil ich mich hier nicht so auskenne. Ne? Also ich fahre ja Gladbeck das erste Mal überhaupt. Also die Freeware-Version habe ich alle nicht gehabt. Deswegen lasse ich mich mal überraschen. Und ich kann natürlich auch jetzt keinen, ja, euch keinen Unterschied nennen. Vorher, nachher. Nächste Haltestelle. Hollestraße. Hollestraße, ja. So, hier rechts würde jetzt theoretisch ein Ibis-Hotel stehen. Da ist aber eher ein Lumpi oder was ist das? Keine Ahnung, irgendeine Werbung. Ja, auch ein bisschen wenig los hier hinterm Hauptbahnhof. Da war ein Riss in der Straße. Ui, wenn da einer drüber fährt. Hier auch. Ey, wenn ich da mit meinen Füßen hängen bleibe, ne? Wenn ich da mal drüber laufe über die Straße. Das wäre schon teuer für die Stadt. So, die Hollestraße. Und die Leute laufen quasi durch den Boden. Das ist mir schon an einigen Haltestellen aufgefallen. Das ist leider irgendwie... Ein Erwachsenen-Ticket, bitte. Ja, gerne. Und der Fahrgast spawnt weg. Also das müsste, glaube ich, nochmal überarbeitet werden hier bei dem Bus. Also sowohl beim Solo als auch beim Gelenkbus. Ja, dann fahren wir mal weiter, ne? Nach Bottrop. Ich glaube, da fahren wir auch über die B224. Gehe ich jetzt mal von aus. Ne? So Essener Norden. Der nicht so ganz so schöne Essener Norden. Nächste Haltestelle. Ja, auch hier etwas kahl, finde ich. Aha. Ja, aber den Dom haben wir in Hamburg. Das ist mir auch beim letzten Mal schon aufgefallen. Kann es sein? Könnte es sein, dass hier Hamburger Stimmen noch drin sind? Also Fahrgaststimmen aus Hamburg. Weil der Dom... Der ist in Hamburg, oder? Sehe ich das jetzt irgendwie falsch? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, pünktlich werden wir zumindest nicht mehr, weil wir wollen uns ja auch ein bisschen umschauen.
und mal sehen, was so Schönes zu sehen gibt. Wir sehen, genau. Wir wollen mal sehen, was es Schönes zu sehen gibt. Das ist natürlich auch ein geiles Deutsch, echt. Hammer. So, aber wie man hört, hört man nichts. Ich habe den Blinker an. Aber ich habe den Sound abgestellt. Danke da an James, dass er mir da geholfen hat, weil ich fand den Sound, ja, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, echt nervig. Auch wenn er der Realität entspricht, aber Junge, Junge, also als Busfahrer wäre ich da amok gelaufen. Bin mal gespannt. Nutz doch einfach die Spur vor dir, du Vogel da mit deinem grünen Opel. Kannst einfach geradeaus fahren, du Spacken. Hallo. Wart ihr mal? Ja, das ist natürlich hammergeil. Hallo. Ja, das ist etwas doof. Ein etwas spät entschlossener, der hat sich gedacht, weißt du was, ich fahre einfach mal rechts an allen vorbei. Und kurz vor der Ampel, weil ich will ja links abbiegen, fahre ich einfach in die linke Spur. Dann bin ich etwas schneller wie die anderen. Ne, wir haben ja, ja, also Feierabendverkehr haben wir jetzt noch nicht so um 14 Uhr. Aber gut, der ein oder andere macht um 2 Uhr Feierabend. Kann bei mir auch mal vorkommen, dass ich dann um 2 Uhr die Biege mache. Raus aus dem Büro und, hä? Was ist das denn da? Oh, da fehlt Straße. Da fehlt sehr viel Straße. Da ist ein Loch. Ich glaube, da müssen wir hier die... Wie heißen die eigentlich in Essen? Also E3E ist der Entsorger. Hm, keine Ahnung. Technische Betriebe. Essen. TBE. Hm, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir denen mal Bescheid geben, dass da die Straße zu flicken ist. So, jetzt fahrt. Ich will jetzt irgendwann mal weiterkommen. Wir haben schon 2 Minuten 40 Verspätung. So. Und du fahr jetzt mal mit deinem Golf. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier, guck mal. Da. Ah, wir fahren durch den Pfeil. Da ist jede Menge Straße weg. Achso, ich darf hier fahren. Oh! Was war denn das jetzt? Okay, hier ist ein bisschen Knick in der Straße. So. Ja, jetzt kommen wir am Rathauscenter vorbei. Essener Rathaus hier auf der rechten Seite. Und eine kleine Einkaufsmeile. Das Rathaus, oder die Rathausgalerie, genau, in Essen. Hier ist, glaube ich, eine Synagoge normalerweise. Okay. Und da stehen dann auch immer Polizisten vor, zum Schutz vor der Synagoge. Um die Synagoge vor Anschlägen zu schützen. Ja. Auch da fehlt wieder ein Stück Straße. Ist echt ein bisschen schade, ne? Also, das sind so Sachen, die müssten doch eigentlich beim Test auffallen. Hier sehr schön nachempfunden, hier diese welligen Dächer, die gibt es da tatsächlich. Und da ist eine Ampel mitten auf im Gebäude quasi. Hallo. Ja, moin. Kommen Sie rein. Guten Tag. Ich hab's ein bisschen eilig, wir sind schon zu spät. Hallo. Moin, moin. Vielleicht hätten wir doch den Gelenkbus nehmen sollen. Hallo. Einmal normal. Hallo. Mhm. Hallo. Ja, so, sind jetzt alle drin? Ja. So, normal ist aber hier, glaube ich, eine zweispurige Straße. Mit einer der Hauptverkehrsadern hier in Essen. Oder ist die unten zweispurig? Nächste Haltestelle, Berliner Platz. Berliner Platz. Dann fahren wir mal weiter zum Berliner Platz. Auch da wieder Löcher im Asphalt. So.
Bremst doch nicht, ihr Idioten. Und zwei verschiedene Grassorten haben wir hier. Das ist auch so ein bisschen, ist mir auch gestern schon aufgefallen, habe ich gar nicht angesprochen, glaube ich. Dass die Splines mit diesem Kantenstein quasi eine andere Grastextur dann haben, wie dann das Gras selber in der Fläche. Auch etwas schade, aber gut. Ja, hier die Ampel ist auch besonders geil. Auch zur Hauptverkehrszeit in Essen. Möchte man hier am liebsten nicht lang fahren. Ich hoffe, wir kommen da relativ zügig rüber, weil wir haben ja schon hier, ja, 2 Minuten 40 haben wir schon hier am Verspätung, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Weiß auch gar nicht, wie wir das wieder rausholen sollen. Oh, Jungs, da ist grün. Weiterfahren. Bitte fahren Sie weiter. Ich möchte da auch noch drüber. Ja, nee, das war klar. Das war klar. Und da wieder. Da konnte man unter den Spline schauen. Aber dass jetzt hier eine U-Bahn-Station ist. Ich meine, die wäre ja erst um die Ecke, oder? Wenn ich nach der Kreuzung. Wenn ich das so im Kopf so richtig noch habe. Naja. Aber gut, muss ja auch nicht 100% real sein. Das stimmt schon. Matratzen Concord. Da könnte ich mich eigentlich gleich mal hinlegen. Bin nämlich etwas müde. Ich denke mal, wir kommen auf jeden Fall gleich an der Universität Duisburg-Essen vorbei. Wenn wir denn hier irgendwann mal grün bekommen, das wäre ganz wunderbar. Ja, ist schön. Wir haben grün. Oh. So. Und da müssen wir links abbiegen. Ich glaube danach an der Kreuzung, an der nächsten Kreuzung dann rechts rum. An der Uni vorbei. In Richtung Norden. Oh, guck mal, da fahren die Autos durcheinander. Also, durch sich durch oder so. Also, wisst ihr, was ich sagen wollte? Nee, ne? Ich auch nicht. Oh. Junge, Junge, Junge. Glatt weg. Gut, wir haben jetzt ein Recklinghausener Nummernschild als Essener Verkehrs AG, aber okay. Oh, wir dürfen. Also, was heißt. Weiß ich nicht, ob wir dürfen, weil die anderen fahren ja nicht da, die kleinen Rabauken. Ah, in Düsseldorf hat sich hier auch noch Essen ins Ruhrgebiet verirrt. Daneben noch einer. Oh, jetzt, ja. Es war schon fast klar, dass wir hier nicht über diese Ampelphase drüber kommen.
traurig, traurig, traurig. Ich wüsste gerne mal, ob es hier auch Fahrzeuge gibt mit Mettmanner Kennzeichen. Ich meine, der Kreis Mettmann grenzt ja an Essen. Ist ja noch näher dran wie Düsseldorf. Aber bisher habe ich da noch nichts gesehen. Vielleicht habt ihr ja mal ein ME-Kennzeichen gesehen für den Kreis Mettmann. Dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Es würde mich wirklich interessieren, ob es hier ein Mettmanner Kennzeichen gibt. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm. Ich glaube, wir haben uns die falsche Zeit ausgesucht. Wir haben schon 6-7 Minuten Verspätung. Ein Traum für jeden Busfahrer. Zum Glück ist es im Moment nicht am Regnen. Apropos Regen, der eine oder andere, dem wird es aufgefallen sein. Ich habe hier immer noch nicht hier dieses eine Gedöns hier. SweetFX, genau, habe ich irgendwie immer noch nicht installiert. Irgendwie vergesse ich das immer. Ich habe so viel zu tun im Moment. Aber vielleicht gibt es das bei einem der nächsten Let's Plays. Ich lasse mir da einfach mal helfen. Beim Installieren. Hey, wie kommt der hier nicht aus der Puschen, der Bus? Da hinten ist ein Backdrop. Da sieht man den Wald. Ja, okay. Ihr könnt mich hier alle mal. Da ja die nächste Haltestelle erst der Berliner Platz ist. Am Cinemax. Fahren wir doch einfach mal hier auf der linken Spur. Die geben mir nämlich da rechts alle irgendwie so ein bisschen auf den Keks. Die Feuerwehr Hamburg ist hier auch unterwegs. Wäre natürlich auch cool gewesen, wenn man das entsprechend angepasst hätte. Oder die Fahrzeuge sind ausgeliehen. Man weiß es nicht. Ja, und da steht natürlich wieder einer mitten auf der Kreuzung. Nee, ist klar. Kommen wir vorbei. Sehr schön. Ja, auch hier ein leerer Platz. Da sieht man schon da hinten. Nee, ja, ist... Mach die Tür auf. Nee, ich mach die Tür nicht auf. Was soll das denn, ey? Ja. Da zieht er einfach rüber. Der hat auch nicht mal alle Latten am Zaun, oder? So, da ist der Limbecker Platz Einkaufszentrum. Richtig geiles Ding. Oh, die Ampel ist rüd. Rüd. Ja, rüd ist die Ampel. Rot. Richtig geiles Teil auf jeden Fall. Wer in Essen ist, sollte da mit auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da gibt es alles, was das Herz begehrt. So, wir müssen hier auf die rechte Spur. Ja, ja, ich hatte einen Unfall, ich weiß. Aber nicht ich hatte den Unfall, sondern der hatte den Unfall mit mir. So. Ja, ist ganz ordentlich dargestellt auf jeden Fall. Auch das Cinemax. Und geradeaus das Arbeitsamt. Beziehungsweise, ja, jetzt Agentur für Arbeit, richtig. Wurde ja im Rahmen der Reformen damals umbenannt. Der Name ist geändert, sonst ändert sich nichts. Ist genau wie bei der deutschen Rentenversicherung, die damals ja deutsche Renten... ja. Wie hieß es noch? Genau, jetzt habe ich das schon voll vergessen. Ist der Hammer, echt. Bundesversicherungsanstalt oder Rentenversicherung Rheinland oder irgendwie so. Und jetzt heißt es Deutsche Rentenversicherung. Man hat da ganz viele tolle neue Zeichen gemacht und die Briefbögen geändert und sonstiges. Und ja, hallo. Am Service hat sich nichts verändert und an der Erreichbarkeit. Nach spät kommt die Kündigung. Ja, nach spät kommt, ich schmeiß dich gleich raus. Gerne einmal Schüler. Einmal Schüler, ja, sehr gerne, junger Mann. Wenn ich denn weiß, wo da.
mit 10 Euro, also ich bitte Sie, also das muss ja jetzt nicht sein. Was haben wir jetzt? Problem? Oh, der hängt. So, und hier wäre dann auch die Universität. Also, das Haus da wäre dann die Universität. Nächste Haltestelle, Universität Essen. Oder ist da die Universität nachgebaut? Ja. Soll es zumindest sein, okay. Wir dürfen weiterfahren. Aber schade auch, dass hier in der Kreuzung keine Fahrbahnmarkierungen sind. Kenne ich so jetzt auch nicht, dass es immer so ist. Aber was schon mal auffällt, bisher haben wir keine großen Ruckler hier im Essener Bereich. Warum aber an jeder Kreuzung hier im 50er-Schild steht, das habe ich immer noch nicht verstanden. So. Es gibt so ein Sprichwort. Oh, Sie sind aber spät dran. Oben rechts ist das ganz brutal. Da bin ich mal durch drüber. Moin. Ich reagiere da jetzt nicht drauf. Ne? Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Oh, wir dürfen... Also wir haben grün und die Autos haben grün. Also irgendwas stimmt hier nicht mit der Busampel. Also das geht nicht. Also uns grün geben und gleichzeitig dem Straßenverkehr, das kann nur Unfälle... Kann nur Unfälle bedeuten. Also wenn, dann müsste ja, glaube ich, dieses Dreieck sein, ne? Achtung, Verkehrsregeln beachten. Für uns zumindest. Oder bin ich da falsch informiert? Ich denke nicht, ne? Das wäre ja genauso, wie wenn ich dem Fußgänger grün gebe und gleichzeitig dem PKW. Ja, fahr, 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 fahr! Kollege, fahr! Na, da vorne geht schon wieder das fröhliche Spurwechseln los. Ja, jetzt kommen wir in den schönen Essener Norden. Also, wirklich schön ist er nicht. Und, wenn ich mich nicht recht täusche. Ich fahre ganz normal. Ist hier auf der rechten Seite etwas, was nicht jugendfrei ist. Das lassen wir jetzt auch mal einfach mal so stehen. Warum bremst der jetzt? Hallo, du kleiner Hirni. Ja, okay. Das ist das Problem. Kein Kreuzungsobjekt. Der setzt natürlich dann auch keinen Blinker, wenn er abbiegt. So kann ich das natürlich nicht wissen, ne? Warum sind wir denn hier noch richtig? Ja, bist du eigentlich geradeaus von... Kommt die KI. Ja, der Döner kommt wieder hoch. Dann komm raus mit dir. Wenn der Döner hochkommt, will ich dich hier nicht... Oh, da ist ein Leck in der Straße. Dann will ich dich hier nicht... da war... Junge, Junge. Dann will ich dich hier auch nicht mehr im Bus drin haben. Dann bitte alle aussteigen hier, die sich hier beschwert haben. Ich werde diesen Unfall nicht melden. Ich bin es nicht schuld. Das gibt's doch nicht. Also das ist so typische OMSI-KI, ne? Einfach mal rüberziehen. Wir blinken und fahren rüber. Junge, 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 Junge. Sehr ärgerlich. Nächste Haltestelle, Friedrich-Lange-Straße. Die Friedrich-Lange-Straße.